Hi, ich bin's wieder. Heute möchte ich euch was über mein größtes Fable erzählen, Sneakers. Früher habe ich tatsächlich auch gerne hochhackige Schuhe getragen, aber inzwischen habe ich erkannt, dass Sneakers eigentlich viel bequemer sind und auch zu jedem Outfit dazu passen. Ich mache sehr gerne Online-Shopping, weil es in meiner Schuhgröße 33-34 nicht so eine richtig gute Auswahl gibt in der Stadt. Und deshalb gehe ich einfach online, schön mit Jogginghose auf dem Sofa, durch die Shops klicken und Sachen nach Hause bestellen. Wenn ich das so im Kopf überschlage, habe ich bestimmt 15 Paar Sneaker im Schrank, vielleicht auch ein paar mehr. Über die letzten Jahre hat sich da einiges angesammelt. Und diese hier sind meine absoluten Lieblingsstücke. Das ist schon das zweite Paar in der Form, weil das erste total durchgelaufen war. Die habe ich immer an, im Sommer barfuß, im Winter mit Wollsocken und die passen auch tatsächlich überall zu. Ich war damit sogar schon im Opernhaus, also mit einem schicken schwarzen Kleid und dann einfach die Schuhe dazu. Das geht alles. Die hier, die waren mal weiß. Inzwischen sieht man ihnen die Jahre, in denen ich schon drin rumlaufe, ein bisschen an. Und da kann man ganz gut mit der Strumpfhose reinschlüpfen und dann fallen die richtig toll auf am Fuß. Ja, und die sind so dick, dass mir die Leute sogar draufspringen können und ich merke überhaupt nichts. Es gibt ja Leute, die haben sich richtig auf eine Marke eingeschossen und sammeln nur Modelle von dieser einen Marke oder gar Varianten von einem bestimmten Schuhmodell. Das kann ich mir mit meiner Schuhgröße leider nicht leisten und ich mag es einfach abwechslungsreich. Deshalb gucke ich immer, welche Farbe gefällt mir, welche Schuhform gefällt mir und wie sieht es an meinem Fuß aus. Aber Leute, ganz egal, ob ihr so ein Modell mögt, so ein Modell oder sogar sowas. Das Wichtigste ist, dass ihr euch drin wohlfühlt und gut darin laufen könnt. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Schuhe shoppen und wünsche euch viel Spaß im Sommer. Eure Ninja. Und sag mal, Kim, wie viele Paar Schuhe hast du eigentlich?